Ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie wir für Weihnachten ein super leckeres Blaukraut ansetzen. Ja, wir brauchen eben einen Kopf Blaukraut. Könnt auch einen kleineren nehmen, je nachdem, wie viele Leute eben auf Besuch kommen. Braucht man schon ein bisschen was. Man kann es natürlich auch dann später eben auch noch essen. Das ist natürlich super. Ich schneide das Ganze jetzt mal, also ich viertel das Ganze. Ich habe die ersten zwei Blätter von außen schon abgezogen. Schneide jetzt eben den Strunk raus und schneide mir das noch ein bisschen kleiner, dass es in meine Maschine passt. Schneide ich mir eben so kleine Spalten raus, halbiere die nochmal. No. Das Ganze setze ich eben am ersten Tag an. Dann lasse ich das über Nacht ziehen im Kühlschrank, abgedeckt natürlich. Und dann setze ich das Ganze mal an. Zum Ansetzen, das zeige ich dann eh auch später, schwitze ich Zwiebeln an, glasig, und dann gebe ich eben das Blaukraut hinzu. Ja, aber das seht ihr dann eben im Video später. So, den einen schneide ich dann noch gleich. Und dann, wenn ich ihn durch die Maschine lassen. Also ich nehme ihn hier, habe dann meine Maschine vorbereitet. Wie sieht man es jetzt? Schalte die Maschine eben ein. Ich habe jetzt eben mein Blaukraut durch die Maschine gelassen. Jetzt gebe ich, das sind 4 Esslöffel Preiselbeermarmelade hinzu. Die passt hervorragend zu dem Ganzen. Ich gebe Piment hinzu, ein paar Körner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. 13 Stück, einfach mal so. Ein bisschen Nelken, auch ungefähr dieselbe Menge. Dann, was sehr gut dazu auch passt, sind Zimtstangen. Die gebe ich auch hinzu. Und was ich auch sehr gut finde, eine Vanilleschote. Da gehe ich jetzt eben her. Die schneide ich, die halbiere ich zuerst, dann schneide ich sie in der Mitte auseinander. Man könnte es jetzt natürlich auskratzen, mit allen Hälften mache ich das natürlich auch, aber nachdem ich das eh dann sehr lange kochen werde, kocht sich das normal eh, glaube ich, raus. Also halbieren und dann ausschaben.
Ich streife es jetzt gleich mal am Zimt ab. So, dann gebe ich das eben hinein. Dann, was auch sehr wichtig ist beim Blaukraut, Zucker. Gut Ding, 3 Hände voll. So, dann habe ich diesmal drin. Dann Abriebe von einer Orange. Reiben wir auch noch ein bisschen was hinein. Das passt natürlich ideal jetzt gerade zur Weihnachtszeit oder auch wenn ihr zu Weihnachten eine Gans macht oder eine Ente oder was auch immer. Oder auch Rouladen, also Blaukraut zur Weihnachtszeit passt sehr, sehr gut. Ich reibe eben 3 Stück. Und wir brauchen den Saft von den 3 Orangen brauchen wir ebenfalls. Also jetzt haben wir den Abrieb. Dann habe ich hier schon meine Presse. Schneide ich ihn nur noch auf. Na. Die sind schon sehr weich, aber das passt gut. Presse ich sie mit der Hand rein und werden die Finger auch wieder sauber. Weil wer sich fragt, wie man die Farbe von den Händen wieder runter bekommt. Zitronensaft oder Orangensaft helfen da sehr gut. Dann sind die Finger gleich wieder sauber. Weil es Blaukraut färbt natürlich sehr gut die Finger ein. Wenn jetzt ein bisschen ein Fruchtfleisch mitgeht, ist das überhaupt nicht schlimm. Passt sogar eigentlich sehr gut. Nur schauen, dass ihr eben keine Kerne hineinbekommt. Weiß ich keiner. Das Ganze eben gut auspressen. Den Saft brauchen wir zum Schmoren, also zum Weichkochen dann vom Blaukraut. Bisschen was habe ich sicher in meine Presse reinbekommen. So, dann geht es gleich weiter mit Äpfeln. Die schälen wir ganz normal. Wie im anderen Video schon mal gezeigt, wenn ihr mehrere Äpfel schält, hebt euch die Abschnitte auf und kocht sie ein. Dann habt ihr einen Sirup, so einen Apfelsirup, das sehr lecker, habe ich im anderen Video gezeigt, den werde ich euch verlinken, das Video. Natürlich mit 2 Äpfeln, das ist sehr sehr wenig, aber wenn ihr mehr Äpfel habt oder irgendwie Äpfel schält für beispielsweise Apfelkuchen oder Apfelstrudel oder irgendwie Apfelmarmelade, die habe ich auch schon gemacht, könnt ihr auch in einem Video anschauen, zur weihnachtliche Apfelmarmelade, dann könnt ihr euch die ganzen Abschnitte eben aufheben und daraus eben dann einen Sirup kochen. Ist auch was Leckeres, also auch für Weihnachten zum Beispiel ein Geschenk für Freunde. Ist was Selbstgemachtes. Finde ich auch sehr schön zur Weihnachtszeit. Da jeder kann Geschenke kaufen, aber wenn man es selber dann macht auch noch, das kommt sehr gut an. Also ich mag das sehr, Selbstgemachtes. Mit kochen. Also ich schneide eben die Äpfel wieder, ich viertel sie, ich schneide das Kerngehäuse raus, dann halbiere ich sie nochmal und dann schneide ich sie ganz dünn her, gebe das auch hinzu. Das mache ich eben mit den ganzen Äpfeln.
Ich habe mir sonst auch wieder so einen Suppenteller hergerichtet, wo ich die ganzen Abschnitte eben reinschmeiße. Die kommen dann später in Biomüll. Wenn ich sie eben nicht gerade verarbeite. Genau, also die restlichen Äpfel wieder ganz normal fertig schneiden. Auch wieder hinzugeben zum Blaukraut. Und am Schluss geben wir noch einen Rotwein hinein von der einen Flasche, die ich jetzt habe. Gebe ich ungefähr nicht ganz die Hälfte hinzu. Dann das Ganze durchmischen, dass sich das Ganze eben gut verteilt. Abdecken mit einer Frischhaltefolie. Ab in den Kühlschrank und am nächsten Morgen oder am nächsten Abend ansetzen. Also ich würde es gut 24 Stunden stehen lassen. Ihr könnt natürlich auch nur über Nacht stehen lassen, das reicht auch. Ich lasse es wirklich gut durchziehen. Und genau, also lasst es im Kühlschrank stehen, mischt es gut durch. Dass das überall schon ein bisschen Geschmack annimmt. Kein Salz hinzugeben, sonst fällt das ganze Kraut schon zusammen. Und normalerweise braucht ihr auch kein Salz dazu. Also wer will, kann natürlich Salz hinzugeben, aber es würde dann erst beim Kochen. Ich mache das Ganze ohne Salz. Ich lasse eher auf der süßen Basis, so weihnachtlich eben mit Piment, mit Nelken, mit Zimt, mit Vanille. Das finde ich sehr lecker. Also es riecht auch schon sehr gut. Genau, also jetzt ist gut durchgemischt und das Ganze stelle ich jetzt kühl, in den Kühlschrank geben, über Nacht und setze dann am nächsten Morgen an. Machen wir weiter mit dem Blaukraut. Ich habe das eben über Nacht ziehen lassen, habe mir den Sud schon etwas abgeleert und genau, also da ist eben das Blaukraut, das über Nacht gezogen hat. Wir brauchen zwei Zwiebeln. Das Ganze schwenke ich wieder in Butter an. Den Zwiebel emulsiere ich, also sprich die Hälfte, die halbiere ich nochmal, also vierteln und dann feine Streifen runterschneiden, so dass es ungefähr dieselbe Dicke und dieselbe Form hat wie das Blaukraut. Also durchschneiden. Und dann fein schneiden. So, dann geben wir das Ganze in die Butter. Lassen das leicht anschwitzen. Dann gibt eben das Blaukraut hinzu und mit dem Sud. Also aus dem Orangensaft und dem Rotwein, was wir gestern verwendet haben, mit dem löscht ihr dann nachher ab.
So, dann geben wir das Blaukraut hinzu. Das Ganze wird sicher, sagen wir mal, 1,5 Stunden oder so kochen, bis alles schön weich ist. Da könnt ihr dann ruhig auf die Hälfte von eurem Herd zurückdrehen, dass es wirklich leicht köchelt. Nicht kocht, nicht, dass es anbrennt oder so. Also ich habe jetzt den Ofen mal voll eingeschalten, das Ganze mal ein bisschen unten anbratet, halt nicht zu wild. Und ein bisschen Flüssigkeit ist schon mitgegangen. Und jetzt könnt ihr eigentlich schon die restliche Flüssigkeit aufgießen. Lasst das Ganze einmal aufkochen und sobald es dann gekocht hat, könnt ihr zurückdrehen. Und lasst es weich köcheln. Ich glaube, ihr könnt immer wieder kontrollieren, also einfach probieren wieder mal, ob es schon weich ist. Mal, das sieht man dann eh schön. Ich zeige es dann eh wieder. Also wie gesagt, ich lasse jetzt aufkochen und drehe dann zurück und lasse dann weich kochen. Und wenn es dann fertig ist, dann zeige ich euch es wieder. So, das Blaukraut ist nun fertig. Ich habe noch einen Saft einer ganzen Orange hinzugegeben und den restlichen Rotwein von der Flasche und habe mit etwas Zucker noch etwas nachgewürzt. Flüssig, also ich habe eben den Rotwein und den Orangensaft hinzugegeben, dass uns die Flüssigkeit zu wenig gewesen wäre zum Weichschmoren. Jetzt ist das Ganze eben sehr weich und sehr lecker geworden. Oder? Jetzt ist es angelaufen. Hat jetzt gut 2 Stunden gekocht und auf dem Teller sieht das Ganze dann so aus. Ich hoffe, man erkennt es gut. Mal schauen. Und das passt im Ideal für Weihnachten zu einer Gans, zu einer Ente, zu Rouladen, also was ihr zu Weihnachten machen wollt. Das ist echt super lecker. Und ich werde das Ganze jetzt abkühlen lassen und vakuumiere es dann noch ein und lege es in den Kühlschrank. Da hält sich das relativ lange und dann kann man es eben jetzt schon vorbereiten und zu Weihnachten dann noch aufwärmen, dass man sich da ein bisschen Zeit spart, da die Weihnachtstage meistens eher ein bisschen stressig sind. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche guten Appetit.